Mike Weiler, Hospitant beim Hamburger Abendblatt. Herr Hecking, heute ist globaler Klimastreik. Auch in Hamburg haben sich zehntausende Menschen getroffen. Sie selbst haben auch 5 Kinder. Wie sehr beschäftigt Sie diese Debatte persönlich? Boah, jetzt muss ich gerade umschalten vom Kopf. ja, ich glaube, Klimaschutz, ich bin also nie so der Große, der politische Floskeln da raushauen will. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ja, aber klar, im Klimaschutz, erstmal muss man im Kleinen bei sich zu Hause anfangen. Da kann man am meisten drauf einwirken. Ich finde es sehr beachtenswert, wenn man dann sieht, dass Jugendliche auf die Straße gehen, mittlerweile seit einem ganz langen Zeitraum jeden Freitag, ja, um für ihre Umwelt zu demonstrieren, weil wir, die älteren Generationen können das auch nicht so abtun, so ungefähr, wir hinterlassen euch die Welt und macht was draus. Ich glaube, wir können da alle noch mithelfen und da finde ich in erster Linie, man muss in seinem eigenen Haushalt erstmal gucken, was man tun kann, um den Klimaschutz irgendwo voranzubringen. Dass das natürlich, und da bin ich so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde diese ganzen Debatten, wenn man mal im Fernsehen dazuhört, ja, wenn man sieht, ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig ist, auch für die Politiker die richtigen Maßnahmen zu treffen, wo dann auch solch entscheidende Dinge dann auf den Weg gebracht werden, die uns dann auch weiterbringen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Maßnahmen wirklich so toll sind und uns so weit nach vorne bringen, dass wir den Umweltschutz so nach vorne bringen, dass wir alle was davon haben. Aber natürlich, klar, und deshalb bleibe ich dabei, im Kleinen kann jeder dafür sorgen, dass es der Umwelt besser geht.